Ich nahm den Schädel mit. Hier ist er in Sicherheit. Wie gedenkt ihr weiter vorzugehen? Gerade im Hinblick auf die Einigkeit der Kirche. Nun, die Einigkeit und die Kirche kümmert mich nicht. Ich bin der Sohn von Praius. Ich werde Sonnenland erweitern, Auweiler zerstören, den Fackelforst niederbrennen, Talf einnehmen, Avesheim einnehmen, zwei Mühlen von Nekromanten reinigen, Ohlenburg vernichten, die Trollmauer befrieden, Galles einreißen, Werheim zurückerobern, Auralet aufbauen. Was kümmert mich Garad, was kümmert mich die Kirche? Ich bin der Sohn von Praios. Nun, ich dachte ja nur, eine Spaltung einer Kirche ist kein gutes Zeichen. Schließlich vertrauen wir auf die Einigkeit der Zwölfe. Wer in Garad sitzt, kümmert mich nicht. Ich bin nicht der Bote des Lichts. Ich bin Albuin Invictus. Gewiss. Derweil können die Helden rund um König Raphim in Wurzenwald ankommen. Die Stadt ist befestigt. Es gibt einige Wachen, die euch nur zunicken. Niemand scheint Einsprüche zu haben. Niemand spricht euch auf die Trollzacke an, 50 Stück, die es sind, und auch den riesigen Troll an eurer Seite. Ihr könnt einfach einmarschieren, bis ihr dann auf dem Marktplatz ist es nicht wirklich. Aktuell gleicht das mehr einem Zeltheer. Große Feldherrenzelte, die hier aufgebaut sind, die dem Marktplatz gewichen sind. Und ihr könnt auch eine weitere große Burg erkennen, die hier in Wurzenwald angebracht ist. Niemand spricht euch an. Das Einzige, was euch zu stören scheint, ist, während es eine ohrenbetäubende Stille in der ganzen Stadt gibt, in dem ganzen Ort gibt, ein Golgarit. Ein einzelner Golgarit, eine in schwarz gekleidete Gestalt, der dort auf dem Boden sitzt und weint. Vor 10 anderen Leichen, die dort liegen. Das ist das einzige Geräusch, was um euch herum erklingt, außer den Schritten im Schnee. Sonst ist alles still. Die Wachen, die um euch herum stehen, euch mustern, die nichts sagen. Ich denke, das ist wieder so ein Fall für meinen, der Typ, der mit den anderen Leuten für mich spricht, Fall. Also für euch. Vielleicht sollten wir etwas abwarten und ihm in seiner Trauer etwas Zeit lassen. Vielleicht ja. Den Baron suchen oder den Vogt. Abelmir, das klingt, als wäre das eure Aufgabe. Ich bleib hier mit 50 Trollzackern. Und pass ja auf sie auf. Die hören auf mich. Nun dann. Viel Spaß. Ich würde mich mal an ein Weibel wenden oder irgendwie ein Dorfbüttel, wie ich einen sehe. Du siehst ein Weibel mit den Wappen des der Wurzenwalder, ein großer Eberkopf, der darauf angebracht ist, Gold, der dich blass, still mit tief fliegenden Augen anblickt. Nandos zum Gruße, guter Mann. Guck dich an. Wir sind der Entsatz. Wir sollten uns um die Untoten kümmern. Wer hat führt hier das Kommando? Du siehst, wie sie ihm so ein bisschen die Gesichtszüge entgleisen und er dann nur noch auf eins der größeren Zelte deutet. Dem Eberkopf und dem goldenen Baum. Ich schaue ihn ein wenig irritiert an, schüttel den Kopf und gehe dann auf das Zelt zu. Davor auch noch zwei Wachen, die allerdings ebenso nichts sagen, sondern dich einfach nur reinlassen. Im Inneren kannst du erkennen, an einem großen Tisch stehend, Alderon von Wurzenwald. Ein bärtiger Mann um die 50, vielleicht 60 Jahre, sieht unglaublich müde aus, ebenso tiefliegende Augen. Guten Tag, Nandos zum Gruße. Ihr seid der Vogt, der Baron? Ihr wisst es schon. Wir wissen was. Warum solltet ihr sonst hier sein? Wir sind gerade frisch eingetroffen.
Seid ihr der Baron? Gehe ich richtig in der Annahme von Wurzenwald? Er tritt um den Tisch herum und streckt dann seine Hände aus. Die Geste dann zum Festnehmen. Was habt ihr vor? Ich bin nicht hier, um euch zu verhaften. Nicht. Wollt ihr mich richten? Wir sollten uns unterhalten. Nehmt doch Platz. Schaut sich ein bisschen rum. Stühle wurden wohl zertrümmert, liegen noch in einer Ecke. Eine Truhe mit ehemaligen Schriftstücken steht dort ebenso, sie ist ebenso zerbrochen. Nun, gestattet, dass ich mich vorstelle. Abelmir Jamorinus. Ich wurde von der Kaiserin ausgesandt, um nach den Richten zu sehen. Kaiserin? Die Kaiserin lebt wohl wahr. Erzählt mir von Anfang an, was geschah in den letzten 14 Tagen? Ich bin Aldorin von Wurzenwald. Weiter? Wir haben im Untote in den Wäldern, Friedfangforst, im Weltsche, im Ehrenforst, im Schattenholz, im Sonnentann, im Hügelbusch, im Zorgforst, im Rabenhain. Überall sind sie. In den Wurzenwäldern. Ihr schicktet Kunde nach Punin für Entsatz. Er nickt. Dort draußen, dieser Golgarit und seine Gefallenen, war das der Entsatz? Ich schickte Brief um Brief. Monatelang. Niemand antwortete darauf. Und dann kam sie. Legt dich an und fängt an zu weinen. Beruhigt euch, guter Mann. Ich gehe auf ihn zu und nehme ihn mal in beide Arme. Ja. Er ist ein Baron, er ist ein stattlicher Krieger. Er ist 1,80 groß, sicherlich 80, 90 Kilo schwer. Trägt wohl auch immer noch seine Rüstung, die staubverdreckt ist, blutbeschmiert. Beruhigt euch. Stinkt so ein bisschen nach Schweiß, wenn du ihn in den Arm nimmst. Wir sind hier. Wir sind hier, um euch von diesem Problem zu erlösen. Monatelang haben sie nicht reagiert, keine Briefe geschickt. Und dann standen sie gestern in den Wäldern. Schwarze Kapuzen. Wir haben mit den verbliebenen Männern, die ich noch hatte, ein jeder fiel Tag um Tag. Jedes Mal haben sie einen neuen geholt. Man kann hier nicht beikommen, es sind immer noch zu viele. Ein schweres Fußvolk, meine Biehänder. Das leichte Fußvolk, alle, jeder einzelne fiel nach und nach und nach und nach. Und es wurden mehr und mehr von diesen Untoten. Und dann sind wir gestern wieder rausgeritten. Versteht ihr? Wir wussten es nicht. Was wusstet ihr nicht? Plötzlich standen sie vor uns und wir schlugen zu, weil sie sagten nichts. Beileibe, hätten sie doch etwas gesagt, hätten sie doch zu Boron gesprochen und im verflucht sollen sie sein. Ihr habt die Golgariten getötet? Wir wussten es nicht, sie haben nichts gesagt. Sie ließen sich niederritten, sie haben noch ihre Streitkolben gegriffen und hatten versucht, sich zu wehren und wir haben nicht nachgedacht, wir waren im Kampfrausch. Was sollen wir denn tun? Sie waren in schwarz gekleidet, es war dunkel, es war nachtens. Ihr habt die Golgariten getötet? Wir wussten es nicht. Wir haben den Entsatz bekommen nach vielen, vielen Monaten. Und wir haben ihn niedergeritten. Ich bin nicht hier, um über euch zu richten. Ja, Morin, es tötet mich. Das kann nur Boron. Ihr werdet euch verantworten. Das ist euch klar. Natürlich. Deswegen seid ihr doch hier. Ich bin nicht der Richter. Ihr werdet euch vor in Punin verantworten müssen für diese Tat. Jetzt gilt es. Ich wusste nicht, dass sie... Sie haben nichts gesagt. Sie haben die Briefe nie beantwortet. Reißt euch zusammen. Jetzt gilt es, die Untoten zu bekämpfen. Wie viel Mann habt ihr noch? 30. Kampffähig? Verletzt, aber kampffähig. Ich habe dort draußen 50 Barbaren. Jeder ist mindestens 2 oder 3 Kämpfer wert.
Wir werden diese Untoten auslöschen. Jetzt und für immer. Dann werdet ihr euch nach Puni begeben. Er fängt an zu lachen. Was gibt es dort zu lachen? Verzweiflung klingt, er lacht laut. Fängt weiter an zu weinen und fällt dann auf die beiden Knie. Wärt ihr doch vor 2 Tagen gekommen, vor 3 Tagen, und ihr kommt heute zum Hohn, zum Spott. Wärt ihr doch gestern gekommen. Steht auf, ihr seid ein Edelmann, noch. Boron, hilf mir, ich bin verdammt. Das habt nicht ihr zu entscheiden. Erhebt euch. Es gilt, die Untoten zu bekämpfen. Versündigt euch nicht ein weiteres Mal, Frau Boron. Steht auf. Zieht sich schwer an dem Tisch an der Tafel hoch. Sammelt euer Männer. Boron, warum hast du mich verlassen? Derweil sitzen Boltax und Zulamin auf einer Bank und noch dem Treiben der anderen zusehen. Zulamin, deine gute Freundin, was weißt du eigentlich über sie? Außer ihrem Namen und dass sie hier wohnt? Merkwürdig. Sie weiß so sehr viel gar nicht über dich und du nicht so sehr viel über sie. Boltax redet von Zaubern. Eine mächtige Hexe? Was wollt ihr tun? So. Also. Ein wenig Harmonie wäre jetzt wirklich angebracht. Ich denke, das würde dem ganzen Dorf gut tun. Fühlt ihr euch unharmonisch, Boltax? Ja, ein wenig. Ihr euch nicht? Och, es ist eigentlich sehr schön hier, aber es ist nie verkehrt, zur Göttin zu beten. Da seht ihr. Ganz genau. Gut, dann will ich euch in meinen Segen einschließen. Oh, hab Dank. Tja, also die Frage ist halt jetzt, was kann ich machen? Also ich könnte jetzt den Harmoniesegen sprechen. Ich weiß nicht, ob uns das weiterbringt. Es ist eine Notlage, aber Zulamin weiß nicht, dass es eine Notlage ist. Du kannst so ein bisschen davon ausgehen, dass du eine schlechte Eigenschaft hast. Schlechte Eigenschaft, Liebe zu Arlariel. Du kannst das behandeln. Also durch eine Liturgie würde dann sowas gesenkt werden, die schlechten Eigenschaften. Okay, und dann ist noch die Sache, dass Liturgien ja extrem erschwert sind, wenn man unter magischem Einfluss steht. Na, es geht darum, wenn du durch den magischen Zwang gezwungen wirst, die Liturgie zu sprechen. Genau. Nicht, wenn du generell unter magischem Einfluss stehst, sonst kannst du einen Prioten blitzen und dann kann ich mehr liturgieren, das wäre vollkommen Banane. Richtig. Okay, gut. Das stimmt etwas optimistischer, dann gehen wir doch mal durch. Also, es ist eine Notlage, auch wenn Zulamin das nicht weiß. Ja, doch, Notlage, tatsächlich. Sonst würdest du hier bleiben. Gut, das ist eine Dreiererleichterung. Es ist... Ja, es ist kein göttlicher Auftrag, das ist klar. Es ist nicht eigensüchtig in dem Sinne. Doch. Doch? Doch, finde ich schon. Bis zu +7. +3. Okay, dann hebt sich das mit der Notlage wieder auf. Und dann hatten wir gesagt, die Beeinflussung spielt keine Rolle. Dann, wir befinden uns nicht auf irgendwie heiligen Boden. Satuaria, heilig. Moment. Ja, aber die ist ja keine 12-göttliche. Ist es dann ein Territorium, tief im Territorium von Ungläubigen oder Zweiflern? In der Gegenwart vieler Ungläubiger. Also ich würde dir eine Erleichterung von 1 Punkt sogar noch geben, von 1 oder 2 Punkten. Ja. Satuaria ist jetzt Raya nicht feindlich gesinnt. Genau. Ja. Nicht fern. Ja, ist ja auch eine Geliebte von Raya. Genau. Okay, gut, dann sind wir jetzt bei einer 2er-Erleichterung. Dann ist wir haben nicht Monat 3er und es ist meine primäre Segnung. Das heißt, wir haben eine 4er Erleichterung. Dann willst du es auch auf Boltax sprechen, also PP? Genau, das heißt, es steigt eine Bart.
einen Grad an, dann ist es eine Grad 1 Liturgie. Dann ist es einfach 0. Das heißt, das bleibt eine 2 allein. Einfach mal würfeln, genau. Denk daran, dass sich durch die Aufstufung auf PP auch der Wirkungsgrad meist nach oben verschiebt. Das heißt? Dass die Wirkung auch stärker ist. Okay. Einfach mal würfeln. Gut aus. Ja, damit kann die Liebe, die du zu Alariel empfindest, gedämpft werden und du weißt, dass du verzaubert worden bist. Und damit schwingt auch aktuell so ein bisschen Hass mit. Ja. Nein, ich glaube, das ist nicht möglich. Also kann ich mir nicht vorstellen. Auch dieser, Hass. Das ist ein Harmoniesegen. Ja, also warte. Dieser Hass wird durch den Liturgiesegen weiter gedämpft. Also du spürst ihn nicht, aber ohne diese Liturgie würdest du Hass empfinden. Also du weißt, dass du verzaubert worden bist. Okay. Auch wenn du weiter mit dir im Reinen bist. Gut, dann beschreiben wir das doch kurz. Also Zulamin saß auf dieser Bank, vielleicht in der Nähe von den grasenden Pferden oder so. Und sagt dann eben: Hohe Herrin Raja, sieh auf deine Dienerin Zulamin und schenke mir und meinem Freund Boltax Harmonie, auf dass wir dieser Welt voll Zuversicht begegnen. Und sie hat gerade die Hand ausgestreckt, um die Stirn eines dieser Pferde zu streicheln. Und Boltax sieht dann, wie die Hand so langsam runtersinkt und sich ein ungläubiger Ausdruck auf Zulamins Gesicht ausbreitet. Ah. Das ist nicht das erste Mal, dass mir das passiert, Boltax, aber man ist doch immer wieder davon überrascht. Es gehört zu diesem Zauber, nicht wahr? Genau. Es hilft nichts, ihn zu kennen oder es zu wissen. Nein. Ihr tragt keine Schuld. Ihr könnt euch so ein bisschen umsehen. Mittlerweile, wie ihr auf der Bank sitzt, könnt ihr wohl auch erkennen, wie zwei große Karren am Rande der Siedlung stehen. Im Inneren Händler. Und die Waren sind wohl geplündert, also ausgegeben worden. Und wenn ihr so ein bisschen euch umherblickt, könnt ihr tatsächlich auch sehen, wie, ja, also von der Kleidung her, von dem Erscheinungsbild so ein bisschen dicklicher, könnt ihr sehen, die Händler stehen da wohl an der Palisade und bauen daran, handwerkeln daran, spinnen da wohl gerade so ein paar Seile drumherum, als wäre das ihr Dorf. Das Interesse am Wagen haben sie komplett verloren. Wie es scheint, sie hält jeden mit ihrer Zaubermacht hier. Also ich kann sie ja verstehen, aber den Willen der Leute zu brechen, das ist nicht in Ordnung. Jedenfalls nicht für diese lange Dauer. Einmal korrigierend eingreifen zu können, ja. In einer absoluten Notlage, ja. Aber das, was sie hier tut, sie nimmt ihnen ja alles. Und unser Wille ist uns vom Herrn Angorsch gegeben. Und Sumu wird das auch nicht gutheißen. Hat es irgendwie geschafft, diesen Zauber über die normale Wirkungsdauer hinweg auszudehnen, nicht wahr? Hm. Irgendwie mit dieser Anlage. Ja, das ist richtig. Ich denke, das liegt daran, dass dieser Steinkreis hier in der Mitte steht und das Dorf, wie hatte das ja selbst beschrieben, in dieser besonderen Form aufgebaut ist. Alles in allem recht schwierig. Naja. Jetzt, wo ihr klarer seid, wollen wir vielleicht noch einmal mit ihr sprechen. Ich würde ungern die Nacht hier verbringen, wenn ihr versteht. Ja, und ich weiß auch nicht, wie lange Rajas Segen mich beschützt. Also wenn wir noch einmal mit ihr sprechen, dann sollten wir es bald tun. Aber wir werden nur mit ihr sprechen. Wir werden... ich weiß, ihr könntet etwas verärgert sein, weil sie euch verzaubert hat. Ich wäre es wohl. Oder werde es sein. Aber haben wir dann einen Plan? Ja. Ich meine, wir können ihr ein schlechtes Gewissen machen, dass sie von ihrem Treiben ablassen soll.
Das war genau die Idee. Ich meine, sie hat offensichtlich große Macht, aber sie versteckt sich vor dem Drachen. Ich finde, wenn sie sich dem Drachen stellt und an unserer Seite kämpft, kann sie ihre Taten reinwaschen. Ansonsten haben wir ein Problem. Nun, dann versuchen wir sie zu überzeugen. Ja, und dann würde ich nochmal zu ihr gehen, beziehungsweise mit Zulamin zusammen nochmal auf ihr Haus zutreten und an ihrer Tür klopfen. Ja, ihr könnt sehen, dass die Tür wohl offen ist, da hat niemand Geheimnisse. Und wenn ihr eintretet, könnt ihr sehen, wie wohl ein Holzfäller aus dem nahen Wald gerade bei ihr sitzt. Hat er sich wohl irgendwie im Wald verletzt. Sie spuckt gerade in die Wunde rein, reibt da wohl ein paar Kräuter rein und kümmert sich dann sehr liebevoll gerade um ihn, der ihr einen unglaublich vernarrten Blick zuwirft. Zulamin auch gerade nicht so wirklich beachtet, obwohl sie halt herausragend hübsch ist, aber der Holzfäller hat da tatsächlich nur einen Blick für sie und sie redet, wie sie mit einem Verliebten redet, als wäre sie selbst verliebt und wenn sie ihn dann nach draußen schickt, schenkt sie euch ebenso einen hinreißenden Blick. Alariel. Voltags. Ah, nun, würdet ihr uns vielleicht auf einen kurzen Spaziergang im Dorf begleiten? Würden gerne einmal alles sehen und ich würde gerne mehr von euch über diesen Steinkreis erfahren. Nun, selbstverständlich. Ich möchte euch gerne profan weiterhin überzeugen, hier zu bleiben. Und auch wenn mein Zauber mittlerweile wohl abgefallen ist, ich verdenke es euch nicht. Ja. Das ist ja so großzügig von euch. Dann würde ich ihr freundlicherweise die Hand anbieten. Weil sie ergreift sie. Man ist ja trotzdem Gentleswerk. Ja. Ja. Und so könnt ihr dann in dem Dorf euch ein bisschen umsehen und erstmal vor dem Steinkreis stehen bleiben. Nun, Alariel, erzählt mir doch etwas mehr über euer Tun, über eure Hexenkultur. Ich persönlich weiß zwar, dass wir Geoden ursprünglich Zaubern an euch und die Druiden herangetragen haben, aber viel mehr ist mir da nicht mehr bekannt. Die Druiden nutzen Dolche, so wie wir. Habt ihr auch etwas aus unserer Repräsentation übernommen? Wir haben das Zaubern von unseren Müttern übernommen. Nicht von den Geoden. Tut mir leid, lieber Naseweiß. Nein. Doch, ich bin mir relativ sicher. Zauberkunst der Hexen stammt aus Lefta Sumo. Ach, nun, aus Sumo, genau. Nein, eine Insel. Eine Insel im Westen von hier. Aha. Habe ich noch nie gehört. Auch ihr könnt nicht alles wissen. Zwinkert sie dir zu. Das ist wohl wahr. Aber ich könnte euch etwas sehr Interessantes zeigen, wenn ihr wollt. Dann versucht doch einmal, mir etwas zu zeigen. Nun würdet ihr mich begleiten? Und wohin? An einen ganz speziellen Ort. Zwinkere ihr zu. Also sie zwinkert zurück. Dann geht doch los. Gucke zu Zulamin. Zulamin, wollt ihr mich auch begleiten? Ja, natürlich. Dann reiche ich ihr auch an. Ich bin schließlich neugierig. Wir sind alle so harmonisch. Oh. Das freut mich aber. Wunderbar, nicht wahr? Ja, und dann, ich habe mir ja ihre Einwilligung geholt, dass sie mich begleiten möchte, würde ich einen Weg durch Sinus Leid mit zwei Mitreisenden wirken. Und ich würde gerne Du bist ein Arschloch. Ja. Mit ihr und Zulamin zusammen zurück nach Talft reisen. Du bist ein Arschloch. Oh, habe ich sie aus ihrem Heim... Sie hätte dich nur bis zu der Palisade begleitet, aber ja, wäre dann da stehen geblieben. Ja, deshalb habe ich mir extra ihre Einwilligung geholt. Wow. Ja, dann würfel. So ein Wichser. Dann würfel. Würfel mal, dann können wir uns danach nochmal die Erschwernis angucken. Ich habe zwei Mitreisende, also eine Vierer Erschwernis. Ich hoffe, das kostet jetzt richtig viel. Ja. Also das war gut gewürfelt. Ja. Wie viel ASP kostet das? Das sind für mich Aktivierung 14 plus 7 plus 7. Also, ja, dann bin ich fast leer. Aber das ist in Ordnung.